Oho, Leute, also das ist wirklich krass. Ich habe mich ein bisschen mit dem Stromsparen beim Gaming-PC auseinandergesetzt und um ehrlich zu sein, hätte ich es niemals für möglich gehalten, was ich theoretisch an Lehrgeld zahle. Und deshalb bekommt ihr heute von mir die ultimativen Tipps, wie auch ihr mit einem Monster-Gaming-PC ordentlich Strom sparen könnt. Das heutige Video ist von Gigabyte unterstützt, da geht ein riesen Dank raus. Die haben nämlich gesagt, okay, das ist ein cooles Thema, das möchten wir gerne unterstützen. In der Gestaltung war ich aber wie immer frei, aber wir machen das heute auf Gigabyte Hardware. Und ich zeige euch, wie ihr Strom sparen könnt. Wenn ihr einen High-End-Gaming-PC habt, dann habt ihr wahrscheinlich nicht nur viel Geld ausgegeben für den PC selbst, sondern ihr habt wahrscheinlich auch relativ hohe laufende Kosten. Denn so ein Rechner, der braucht einiges an Strom. Jetzt werden wahrscheinlich viele von euch denken, ja, aber der Rechner ist nicht immer unter Last und dann verbraucht er ja auch nicht so viel. Und ja, das ist absolut richtig, er verbraucht nicht so viel, aber ich war erstaunt, wie ich selbst mehr oder weniger Geld verschenke, dadurch, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht gemacht habe. Ich teste das Ganze heute für euch mit Intel-CPUs, beziehungsweise mit einer Intel-CPU. Allerdings könnt ihr viele Dinge hier adaptieren, denn was viele nicht wissen, wäre die Tatsache, dass es absolut richtig ist, dass zum Beispiel ein Intel Core i7 14.700K oder auch ein Intel Core i9 14.900K unter Last enorm viel verbrauchen können. Allerdings haben sie auch, was den Stromverbrauch angeht, einen kleinen Vorteil und das wäre der Idle-Verbrauch. Der ist bei Intel nämlich in der Regel ein gutes Stück niedriger als bei AMD. Also rein theoretisch ist es dann Jacke wie Hose. Unter Last verbrauchen die Intel-Prozessoren sehr viel Strom, im Idle verbrauchen die AMD-CPUs etwas mehr. Dafür habe ich mal einen kleinen Testaufbau gemacht mit dem Intel Core i7 14.700K auf natürlich einem Gigabyte Aorus Mainboard, denn mit der 14. Intel Gen kamen auch Refresh Mainboards raus und das Z790 Aorus Master X ist nicht nur ein wirklich beeindruckendes Mainboard, gerade für die beiden Intel Top CPUs, also den Intel Core i9 14.900K und auch den 14.700K, bringt dabei eine wahnsinnig gute Ausstattung und üppige Spannungsversorgung mit, ich meine unter anderem auch einen 10 Gigabit LAN Chip und so weiter, sondern das Gigabyte BIOS ist auch recht einfach geschaltet, damit wir uns für das, was wir heute einstellen wollen, auch ganz gut zurechtfinden. Wenn ihr jetzt auch ein Gigabyte Intel Mainboard habt, dann werdet ihr diese Settings an den entsprechenden Stellen finden. Wenn ihr ein anderes Mainboard habt, dann werde ich versuchen, entsprechende Tutorials in der Videobeschreibung zu verlinken. Die Grafikkarte ist heute auch die schnellste und gleichzeitig auch energiehungrigste Grafikkarte aus dem aktuellen Line-Up, und zwar die Gigabyte Aorus RTX 4090. Ein brachiales Monster von Grafikkarte, denn genau das sind die beiden Komponenten, die an eurem Rechner am meisten Strom ziehen werden. Okay, als allererstes kümmern wir uns um den Stromverbrauch des PCs im Idle. Das heißt, wenn euer Rechner nur an ist und ihr sonst nicht viel macht. Ihr könnt ja auch selbst gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr zum Beispiel im Homeoffice sitzen solltet, wie viele Stunden täglich euer Rechner im Idle läuft. Bei mir kann ich es euch sagen, sind es roundabout 10 bis 12 Stunden am Tag. Also das ist schon eine ganze Menge, aber ich arbeite ja auch den ganzen Tag von zu Hause aus. Und jeder kennt es, über die Zeit hinweg installiert jeder einen riesigen Haufen Programme. Ob nun unterschiedliche Game-Launcher, Kreativsoftware, unnötige Software. Und viele von diesen Programmen haben einen Autostart. Das heißt, ihr fahrt den Rechner hoch und die Programme werden quasi betriebsbereit geladen. Und eines kann ich euch sagen, bei mir waren das über die letzte Zeit hinweg sehr viele Programme. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eure CPU ist nicht nur beschäftigt, wenn ihr irgendwas rendert oder ein Game spielt, sondern sie ist auch mit den Programmen, die bei euch im Hintergrund im Idle laufen, beschäftigt. Die gehen nämlich teilweise schon ganz gut auf die CPU-Last und da habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich festgestellt habe, dass der Intel Core i7 14700K auf meinem Testsystem im Idle schon gute 50 Watt braucht. Und daher ist der Tipp Nummer 1, Autostartprogramme deaktivieren. Ich habe dann nämlich versuchsweise mal alles, was ging, im Hintergrund beendet. Ein Prozess nach dem anderen geschlossen, um dann festzustellen, der CPU-Verbrauch ist rapide nach unten gegangen von 50 auf nur 15 Watt. Und das Beste ist, das sind eigentlich alles Prozesse, die ich in der Regel erstmal nicht brauche. Und selbst wenn ich sie brauche, dann kann ich die Anwendungen ja auch separat starten. Wichtig ist aber, ihr sollt das natürlich nicht wie ich jetzt jedes Mal manuell machen, sondern direkt die Autostartprogramme, die ihr nicht direkt mit dem Start
Start von Windows braucht, deaktivieren. Dazu geht ihr im Taskmanager auf Autostart von Apps, macht einen Rechtsklick auf das Programm, das ihr deaktivieren wollt, und das macht ihr dann für alle Programme, die ihr nicht direkt mit dem Windows-Start benötigt. Was spart man da im Jahr? Also in meinem Fall, wenn wir mal von 12 Stunden täglich idle ausgehen, sind das bei einem durchschnittlichen Kilowattstundenpreis von 33 Cent über 50 Euro im Jahr, und die kann man dann in was Sinnvolleres als Hintergrundprogramme investieren. Was ist jetzt aber unter Last? Und genau das bringt mich zu Tipp Nummer 2, CPU Power Limit setzen. Das ist jetzt schon etwas komplizierter. Dazu müsst ihr ins BIOS-UEFI des Mainboards. Das findet ihr bei Gigabyte, indem ihr beim Start des Rechners eure Entfernen-Taste verprügelt. Dann geht ihr von Easy Mode auf Advanced Mode, also quasi dem Expertenmodus. Dann geht ihr auf Advanced CPU Settings, scrollt runter und irgendwann kommen dann die CPU Power Limits. Und hier könnt ihr verschiedene Werte einstellen. Uns interessieren Power Limit 1 und 2. Und da kurz zur Erklärung: Intel hat seinen CPUs Power Limits verpasst und hat da eigentlich auch für jede CPU seine eigenen Vorgaben. Für den Intel Core i9 14900K zum Beispiel sind das 125 Watt im Power Limit 1 und 253 Watt im Power Limit 2. Das bedeutet, eigentlich soll die CPU maximal 253 Watt unter Last ziehen. Viele Mainboard-Hersteller haben dieses Setting aber auf 4095 Watt. Das ist das theoretische Maximum. So viel kann sich natürlich keine CPU ziehen, aber das ist der Wert, den man einstellen kann, und daher würde ich das auf jeden Fall immer einstellen, denn bei 4095 Watt, da braucht auch ein 14700K im Cinebench seine guten 300 Watt, also wieder fast 50 Watt mehr, als wenn ihr das Ganze einstellt. Wenn ihr zum Beispiel rendert und das jetzt 2 Stunden am Tag macht, sind das 12 Euro im Jahr. Zumindest wenn ihr euch die Power Limits nicht entsprechend auf die Intel-Vorgaben einstellt. Ihr könnt aber auch entsprechend etwas rumspielen mit den Power Limits und sie auch etwas niedriger einstellen. Dazu haben wir sogar mal einen kleinen Test gemacht. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Meine Empfehlung für die allermeisten ist aber, stellt sie einfach auf die Intel-Angaben. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr jetzt nicht wisst, was eure CPU in Power Limit 1 und 2 haben sollte. Man könnte die CPU alternativ aber natürlich auch noch undervolten. Das mache ich, wenn dann aber lieber mit der Grafikkarte, und deshalb ist mein Tipp Nummer 3, die Grafikkarte undervolten oder Power Limit setzen. Da ist jetzt die Frage, was ist undervolten? Im Gegensatz zum Power Limit wird beim undervolten die Spannung, die auf dem Chip liegt, erniedrigt. Ziel dabei ist es, quasi gleichbleibende Leistung bei niedrigerer Spannung zu erzielen. Das ist aber Feintuning, und dafür habe ich auch ein ganzes Video schon gemacht. Wenn ihr also eine echte Schritt-für-Schritt-Anleitung wollt, dann schaut da gerne mal rein, Link ist in der Videobeschreibung. Die stumpfe Methode heißt hier aber auch Power Limit setzen. Dazu müsst ihr aber erstmal rausbekommen, was für ein Power Limit eure Grafikkarte überhaupt habt. Ladet euch dafür einfach das Programm GPU-Z runter, startet das Moped und geht auf Advanced, wählt dann im Dropdown-Menü Nvidia oder eben AMD BIOS aus, und dann seht ihr, die RTX 4090 hier hat ein Default Power Limit von 450 Watt. 600 Watt wäre das Maximum, ihr könnt also das Power Limit rein theoretisch auch noch hochsetzen, wir wollen aber natürlich runtergehen, und um das einzustellen, braucht ihr eine entsprechende Software. Das geht mit vielen unterschiedlichen Programmen, die meisten werden es aber wahrscheinlich mit dem Afterburner machen. Weil Gigabyte aber der heutige Sponsor ist, zeige ich euch das mit dem Gigabyte Control Center, was natürlich auch nur gilt, wenn ihr eine Gigabyte Grafikkarte habt. Das Prinzip ist aber in jedem Programm das gleiche. Dafür öffnet ihr das Control Center, geht auf Performance, wählt dann die Grafikkarte aus, und unter dem Punkt Power und Temperature könnt ihr dann das Power Limit prozentual reduzieren. Wir machen das jetzt mal mit einem radikalen Cut um 20%, was 90 Watt entspricht. Dann habe ich mal den Cyberpunk 2077 Benchmark mit dem vollen Programm laufen lassen, sprich 4K, Path Tracing und maximale Settings, da wird die Grafikkarte richtig schön ausgelastet. Und jetzt seht ihr auf der linken Seite die Leistungsaufnahme mit der RTX 4090 bei 100% Power Limit, rechts bei 80% Power Limit, die zieht während dem Game auf 100% ca. 410 Watt, auf 80% im Schnitt 355 Watt. Die Frage ist, verliert man da auch Leistung? Und die Antwort ist, ja, das tut man. Statt 76 haben wir 73 FPS mit dem 80% Power Limit, aber der Trade sind keine 4% Leistungsverlust gegen 14% bzw. 55 Watt weniger Leistungsaufnahme. Ziemlich fair, würde ich sagen. Wenn ihr aber so gut wie keinen Verlust haben wollt, dann solltet ihr lieber undervolten. Wie gesagt, mein Tutorial ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das macht aber bei 4 Stunden Gaming am Tag immerhin 5
25 Euro Ersparnis im Jahr. Ich habe aber noch was für euch, nämlich Tipp Nummer 4, die Game Settings. Auch durch entsprechende Game Settings könnt ihr tatsächlich etwas Strom sparen, denn wenn es nicht immer maximale Settings sein müssen, dann nehmt ihr der Grafikkarte etwas Last weg. Das wahrscheinlich effizienteste ist aber eine FPS-Begrenzung. AAA-Games kann man auch gut mit 60 FPS spielen und wenn wir den Cyberpunk-Benchmark jetzt mal auf 60 FPS reduzieren, dann habt ihr eigentlich den gleichen Effekt wie beim Setzen eines Powerlimits für die Grafikkarte und kommt auch mit der RTX 4090 auf gute 350 Watt. Mein persönlicher Kritikpunkt ist, dass beim Powerlimit eben prozentual ein gutes Stück mehr Leistung drin ist, aber mit der FPS-Ratenbegrenzung seid ihr eben dauerhaft in einem etwas noch niedrigeren Stromverbrauch. Und Tipp Nummer 5 wäre dann das Feintuning. Das ist wirklich für Leute, die noch das letzte bisschen rausholen wollen, daher hier eine schnelle Auflistung. Schaltet den PC ab, wenn ihr ihn nicht benötigt. Trennt externe Geräte, die ihr nicht braucht, vom PC, fahrt den PC runter und zieht den Netzstecker und schaltet alle LEDs in der Beleuchtungssoftware des Herstellers ab. Und damit spart ihr dann wirklich noch die letzten Kilowattstunden. Die Frage ist, ob es den Aufwand in dem Fall wert ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, mit den ersten 3 bis 4 Stromspartipps kann man fast 100 Euro im Jahr sparen, wenn man ein High-End-System hat und natürlich auch Power-User ist. Und 100 Euro, das ist eine ganze Menge Holz. Und ganz ehrlich, selbst wenn es nicht 100 Euro sind, muss man ja auch kein Geld für Strom verschenken. Habt ihr noch Tipps zum Stromsparen, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.